Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin. Und ich begrüße euch zu einem neuen Odinwar Shoppen, beziehungsweise Odinwar Einkaufen. Ein bisschen was haben wir. Einmal habe ich Batterien von Kick geholt. 1, 2, 3, 4, 5 Stück. 5 mal 8. Logischerweise, wer Adam, nach Lord Adam Riese, sind dort 40 Batterien. 30 davon brauchen wir für die Lichterkette am Baum als Ersatz. Und dann habe ich auch noch welche über. Und nächstes Mal, wenn ich da bin, hole ich mir auch noch mal 2, 3 so eine großen Pakete, die ich so für mich ja sowieso brauche. So. Dann, das kommt nachher noch ein Unboxing zu der Controller-Ladestation. Die hat, den habe ich nicht geholt. Die wurde mir gegeben. So, dann habe ich bei Teddy, seht ihr das, so ein Glas in Form von einem Totenkopf für, ich denke, bezahlt. 5 Euro? Nee, 5 Euro habe ich nicht bezahlt. Ich habe weniger bezahlt. Ne, hier steht jedenfalls 5 Euro drauf. Ja, und dann kann man das hier oben abschrauben. So. Da ist jetzt hier so eine Pulle drin. Ach, das ist ja Plaste. Lemon Margarita. Ja. Ich trinke nicht mal Schnaps, aber darauf kommt es mir auch nicht an. Das Ding war halt einfach drin. Das ist mir aber scheißegal. Und dann haben wir jetzt hier so ein Metallding. Kann man dann schön zuschrauben. Wenn es funktionieren würde. So, jetzt aber. Können wir das mal abmachen. So. Halt das richtig drauf? Ja. Das ist halt für den Sommer gut. Da kann keine Biene reinfliegen. Man kann es auch eigentlich ganz gut halten. So. Am besten hier, man hält sie unten. Und man hat halt in Form von Totenkopf. Die hatten auch noch so kleine Flaschen in Form von Totenkopf. Da bin ich am überlegen, ob ich mir davon 1, 2 oder 3 oder 4 hole. Und da dann irgendwie mit Farbe irgendwie Neongrün drin mache oder irgendwas. Gibt ja auch hier so, dass es so aussieht wie hier so ein bisschen. Aber noch heller. Also. Bei Teddy haben die ja auch so Farbe, was man denn verdünnen kann. Dann kommt es halt grün-gelb oder so. Und davon Totenkopf kommt bestimmt vielleicht richtig geil rüber. So, dann noch hier die Überreste. Da habe ich ja schon die Videos dazu gemacht. Aber ich hatte es vergessen, in einem Odinwar Shoppen extra nochmal zu machen. So, machen wir mal weg hier. Das ist das Dreamscreen. Dreamscreen. Mensch, den Karton könnt ihr jetzt davon gerade nicht sehen. Der liegt unter dem selbstgebastelten Gipsbauch von meiner Frau. Zur Stabilisierung, damit da ein bisschen hängt und nicht platt gedrückt wird. Aber ihr seht es ja da um den Fernseher rum, seht ihr, dass es da blau leuchtet. Ja, das ist es. Und ich hatte ja auch separat dazu ein paar Videos gemacht, werde ich euch mal in die Infobox packen. So. Dann habe ich hier noch was, das habe ich geschenkt gekriegt von meiner Mutter und dazu habe ich mir das gekauft. Und das muss auch nochmal extra gemacht werden. So, meine Mutter hat mir in Fritzbox Foni geholt. Ich muss mir aber sowieso noch ein zweites holen. Da ist mein Nikolaus geschenkt, weil ja mein letztes Jahr nicht ankam. Habe ich euch ja gesagt, ich habe das bestellt, auch der CS5 hatte ich bestellt und ja, das kam nicht an. Das war dann irgendwo zugestellt in Italien. War irgendwie eine Abzockerfirma über Amazon. Und deswegen hat meine Mutter mir das jetzt geschenkt. Das wollte ich schon letztens in einem Video drin haben. Vor ein paar Tagen. Anfang der Woche. Also habe ich schon im Vorfeld gekriegt. Bin aber noch nicht zum Anschließen gekommen. Und ich habe mir dann selber noch dazu gekauft, weil ich ja weiß, wie ich bin, von Wicked Chili. Ja, so heißen die. Wicked Chili. Seht ihr das? Hier ist auch noch irgendein Coupon mit bei. Wartet mal, ich muss das mal so machen, dann könnt ihr das vielleicht besser sehen. Ich muss nur meine Adresse verpacken. Rechnung, Liefer, DPD. Ja, das könnt ihr ja ruhig sehen, die Telefonnummer von denen und so. Das ist die Firma.
Wicked Chili, da steht Nummer und so. Und da habe ich mir jetzt zwei Akkus geholt. Die hatten sie für einen schmalen Taler, ich weiß aber nicht mehr wie viel. 750 Milliampere. Kann ich euch auch mal zeigen, wie das Ding aussieht. Da ist hier so ein Heft mit bei. Und hier steht auch Wicked Chili 3,7 Volt, 750 Milliampere. Das war jetzt so ein kleiner, seht ihr das? Und davon habe ich jetzt zwei Stück. War da so ein Angebot mit zwei Stück. Habe gedacht, so ist man gewappnet für die ganze Zeit. So, achso, bei meinem Dreamscreen habe ich auch zwei HDMI-Kabel mitbestellt. Also die waren immer mit automatisch mit drin. Happy. Die sind auch haben auch eine sehr gute Qualität. Die kann ich euch echt auch nur empfehlen. So, die waren noch mit bei. So, das. Ach nee, hier ist noch ein Großset. Und dann sind wir wirklich durch. So. Und zwar ist hier drinne das kam heute auch erst. Hä? Hat eine ganz andere Form, meinst du, oder? Nee. Ist das meins? Ja. Ich dachte, meins geht hinten noch so ein bisschen bauchiger. Okay. Nee, genau so. Das ist eine Box für meinen Gefrierschrank, für das untere Fach. Ja? Und die ist bei mir kaputt. Die ist halt auf beiden Seiten hier so lang gerissen. Also hier auch. Und hier hinten auch zweimal und hier, also das hängt hier alles nur noch, das wird nur noch durch einen guten Willen gehalten. Und was denn? Das wird durch einen guten Willen gehalten. Aber das werde ich jetzt noch nicht einbauen. Ich habe jetzt erstmal nur ein Reserveteil bestellt. Wir warten jetzt gerade noch ab, dass es hier mal ein bisschen kalt wird. Dass ich alles, was in mir frier und Kühlschrank ist, auf dem Balkon verfrachten kann und dass das nicht zu doll auftaut. Aber da wir jetzt hier im Winter fast sommermäßig haben, wir haben es teilweise, was hatten wir die Woche, 14 Grad, war draußen? Ja, 13 Grad draußen. Jetzt heute war es mal 3 oder 4 Grad oder 6 Grad draußen nur. Ja, das ist dann halt ein bisschen doof, deswegen kann ich das jetzt noch nicht nutzen. Also ich will das erst nutzen, wenn ich das Fach abgetaut habe, weil da ist oben so viel Eis nach unten gekommen, dass das halt schwer reingehen wird. Deswegen muss ich das einmal komplett abtauen. Ja. So, ach so, denn das habe ich zwar nicht selber, also das habe ich zwar gekauft, aber habe das Geld halt wieder gekriegt. Ich muss also sich halt nur abholen. Ich habe jetzt nur geguckt, ob es alles funktioniert. Die Anchor-X. Ja, das ist ein Receiver, den habe ich ja auch im Wohnzimmer und im Schlafzimmer und der ist ganz gut und ist Android und kann man sich Zusatzsachen installieren und man kriegt auch Nachrichten, wenn man eine Nachrichten-App zum Beispiel installiert, kriegt man da auch Nachrichten, was man eigentlich sonst auf dem Handy kriegt, E-Mails und so, und dann kann man das im Schlafzimmer auch am Fernseher schnell mal überprüfen und mit der Tastatur geht das eigentlich ganz schnell. Ich habe da so eine Fernbedienung, die hat vorne Fernbedienung, wenn man die immer umdreht, hat man Tastatur, dann kann man dann schnell nochmal eine E-Mail antworten, das ist voll cool. Ja, aber auch andere Sachen kann man nicht machen, das ist auch noch mit bei gewesen. Aber wie gesagt, nicht für mich, das habe ich nur für einen Kollegen gekauft. Er hat mir Geld gegeben und der holt sie sich jetzt heute oder morgen, holt er sie sich die ab. Ja, das war's, oder Hasse? Jetzt sind wir durch, jetzt habe ich alles erledigt. So. Dann würde ich sagen, dann wartet jetzt auch. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Ahoi, sagt euer Odin.